So, hallo zur 58. Episode von Defi.jetzt. Heute haben wir den Christian Lenk eingeladen von der Profit Wallet. Hallo Christian. Grüß euch, Servus, hallo. Und der Ralf ist Ja, hallo auch hier. Christian, herzlich willkommen. Ich bin auch dabei. Genau. Ja, wie bist du dann zu Krypto gekommen? Es war nicht beabsichtigt. Ich wollte im Ausland was bezahlen. Meine Bank hat gesagt, ich kann dort nicht hinüberweisen. Dann habe ich mir damals gedacht, okay, warum kann ich da nicht hinüberweisen? Die Bank hat mich eingeladen, hat gesagt, okay, das ist ein Land, was nicht automatisch freigegeben ist. Ich musste dann extra unterschreiben, dass ich dorthin überweisen darf. Im Anschluss war es dann auch noch so, dass ich dann Anrufe gekriegt habe zu Terminen, um eben dementsprechend von der Bank Angebote zu kriegen, wo man sich mit mir über Investment unterhalten wollte. Und das hat mich ein bisschen geärgert, muss ich sagen, weil gleichzeitig war es aber so, dass ich gesehen habe auf der Seite des Anbieters, der dann gesagt hat, du kannst bei uns mit Bitcoin bezahlen. Das war so diese erste Begegnung, wo ich gesagt habe, okay, was ist Bitcoin? Über diesen Weg habe ich mich dann informiert, was ist Bitcoin, wie funktioniert es, wie geht es? 2016 konnte dir ja noch keiner sagen, wie funktioniert es. Also das heißt, es war nicht so wie heute, wo du sagst, okay, ich habe Literatur, ich habe viele Seiten, ich habe tolle Podcasts, so wie euren, viele, viele Möglichkeiten, wo ich im Endeffekt mich informiere. Nee, du musstest reingehen, du musst sagen, okay, wo informiere ich mich darüber? Was gibt's denn? Was ist geschrieben im Netz? Und so musste ich dann damals anfangen, habe mich das erste Mal über das Thema Bitcoin informiert und bin dann einfach reingefallen, sage ich mal, und habe gesagt, wow, da gibt es ja noch mehr, da gibt es ja nicht nur Bitcoin, da gibt es auch andere Dinge. So ging dieser Bereich eigentlich 2016 los. Was dann kam, es gab diesen Hype damals, wo Bitcoin das erste Mal Richtung 20.000 nach oben gegangen ist, dann den herben Abfall, ja, diese Korrektur, wo man heute weiß, dass die eigentlich ganz normal kommt, dass nach jedem Auf auch ein Up ist. Damals war das was ganz was Neues. Ich sehe, dass dieser Werdegang eigentlich nie abgeschlossen ist. Für mich ist das eine Reise, die 2016 begonnen hat und wo ich weiß, da passiert immer wieder irgendwas Neues und mich begeistert es jeden Tag aufs Neue, was es wieder für Innovationen gibt und wo diese Technik weitergeht. Was bist du von der Profession her? Ja, beruflich. Ich glaube, sehr vielschichtig, was uns heute zugutekommt in der Company. Ich habe vor 25 Jahren die Selbstständigkeit gestartet. Bin im Bereich der Personaldienstleistung groß geworden, habe heute noch 110 Mitarbeiter, die wir beschäftigen im Bereich der Personaldienstleistung. Parallel habe ich vor 16 Jahren in der Finanzdienstleistung begonnen, habe auch dort sämtliche Scheine, die man in Deutschland haben muss. So bin ich aus diesem ganzen Bereich Personal gleichzeitig die Finanzdienstleistung eigentlich in den Bereich reingerutscht, der uns heute sehr, sehr viel hilft und der mir heute hilft, weil ich einfach in vielen Bereichen Ahnung hatte und auch leider gesehen habe, dass dieser Bereich Versicherungen, Investment in der alten Form, ich sage die alte Welt in dem Fall, sich einfach verändert hat und nicht mehr so attraktiv ist, wie das früher attraktiver war, wie es heute, ja. Mehr Regulierung, mehr Stornohaftzeiten, viele Dinge, die dir die Arbeit auch erschwert haben und natürlich das unternehmerische Handeln. Und das hat leider nicht mehr so viel Spaß gemacht, muss man sagen, ja. Und deswegen war ich dann eigentlich sehr froh, andere Optionen kennenzulernen und so 2016 dann eben auch das Thema Krypto, weil ich auch gesehen habe, da geht es in einen Bereich mit rein. Der Garantiezins in Deutschland ist immer niedriger geworden, Erträge wurden immer niedriger in dem Geschäft, Kosten haben sich anders verteilt und auf der anderen Seite ist eine neue Welt entstanden und das fand ich sehr, sehr attraktiv und sehr, sehr interessant. So ist der Werdegang dann wirklich aus diesem Bereich in den Bereich Krypto gegangen und ich bin seit 4 Jahren eigentlich nur noch im Kryptobereich tätig. Hab zwar meine Unternehmungen noch, bin immer noch Gesellschafter, Geschäftsführer, habe aber überall Teams, die hier natürlich dementsprechend die Daily Arbeit machen. Und ich konnte mich da sehr positiv in dem Fall mit zurückziehen und kann heute noch beratend tätig sein. Lass uns mal auf die Profit Wallet selber eingehen. Erzähl uns doch mal bitte, wie es zur Profit Wallet kam. Ich glaube, losgegangen ist es damit, dass ich auf einer Veranstaltung eines Kryptoanbieters war vor 4 Jahren. Und Alexander kennengelernt habt, also meinen Partner, meinen Co-Founder-Kollegen. Da ging es damals um das Thema Masternodes und dort haben wir uns kennengelernt. Hatten einen Draht zueinander, waren beide aus der Versicherung, haben uns beide für Krypto investiert. Also irgendwie war das ganz spannend. Das hat irgendwie gefunkt und irgendwo war das für uns cool und wir fanden uns nett und ja, haben uns aber ein halbes Jahr nicht mehr getroffen. Und lustigerweise auf einer anderen Veranstaltung von einem anderen Anbieter waren wir wieder beide abends auf der Abendveranstaltung und auf dem Event und haben gesagt, wow, du wieder da, du wieder da. Okay, was hast du das letzte halbe Jahr erlebt? Was habe ich erlebt? Und so ging es eigentlich weiter. Und so haben wir eigentlich einen sehr guten Austausch gehabt und haben uns immer wieder getroffen, immer wieder Dinge gemeinsam getan. Und irgendwann kam die Situation, dass ich sagte, Mensch, lass uns doch mal gemeinsam was für uns zwei machen. Und so haben wir gemeinsam für uns beide so ein bisschen diesen DeFi-Markt erstmal kennengelernt, Play-to-Earn kennengelernt und haben eigentlich so 2 Jahre für uns
einfach Spaß gehabt, ohne jetzt Geschäftsinteresse, ohne irgendwas, ohne die Idee, irgendwas für jemanden zu machen. Weil wir das miteinander gemacht haben, kam irgendwann, klar, du hast Freunde, Familie, kam der eine oder andere gesagt, was macht ihr da? Und dann haben wir gesagt, ja, das und das machen wir. Und ja, die haben dann auch gesagt, Mensch, das ist ja toll, was ihr da macht, kann man da mitmachen. Dann hast du gesagt, ich mache einen Freundschaftsdienst und wir machen es einfach für alle mit. Die Situation war dann aber eine, wir haben das für uns gemacht, weil wir Spaß hatten. Weil wir gesagt haben, wir wollen diese Dinge so tun, wie wir sie tun wollen. Wir machen Research, wir schauen, wie das funktioniert. Aber wir wollten nie mit irgendjemandem darüber sprechen und sagen, wann verkaufe ich, wann kaufe ich, wo investieren wir, wann investieren wir wieder. Also eigentlich wollten wir das nicht. Wir wollten kein individuelles Projekt sein, wo ich mit ihm diskutieren muss. Und haben gesagt, lass uns doch daraus einfach ein Unternehmen machen, wo wir Menschen professionell helfen, aber wo wir die Entscheidung haben und sagen, wir entscheiden, was wir tun, ohne mit jedem darüber zu sprechen. Und so ist im Endeffekt Profit Wallet entstanden. Eigentlich aus der Gefälligkeit zum Projekt. Drei Gründer, wir sind zwei Co-Founder plus die IT, die noch mit dabei ist, die aber auch mit einem Drittel beteiligt ist bei uns an der Company, weil wir eins gesagt haben, wenn wir was starten, dann immer gleich beteiligt. Ja, das heißt, die Erträge werden immer durch alle geteilt, weil ich das gehört habe, bei vielen Projekten, wenn man da länger dabei ist, ist die größte Herausforderung, du lässt von irgendjemandem was bauen und dann sagst, Mensch, jetzt habe ich technische Änderungen, ich möchte mich weiterentwickeln, es gibt Dinge, die möchte ich tun und dann hast du auf einmal mehr von dem IT-Team keinen, der dich mehr supportet oder er sagt, du, ich möchte mehr Geld haben, ja, weil ich hinge oder du erreichst die gar nicht mehr oder die sperren dir den Account und du kannst morgen nicht mehr arbeiten. Und das war für uns so ein Risiko, wo wir gesagt haben, nee, die IT kommt von Anfang an mit dazu und so ging es dann im Endeffekt los. So, und ich hatte mal ein Video gesehen, da war noch irgendein Professor mit dabei. Wir haben natürlich Menschen, die zu uns Advisoring technisch dabei sind, die uns mit auf dem Weg unterstützen, uns helfen. Der Dr. Glöckner mit dabei, der Finanzmathematik, also er ist ein Spezialist in dem Bereich. Und mit dem haben wir natürlich jemanden gefunden, der uns gut findet, der unser Produkt gut kennt. Hier gibt es auch persönliche Verbindungen. Noch eine Frage zu den Mitarbeitern. Ihr habt ja verschiedene Bereiche. Die Profit Wallet ist ja im NFT-Bereich, im DeFi-Bereich, im Mining-Bereich, ja. Die und Earn-Bereich. Sind die Mitarbeiter gleichmäßig auf die Bereiche aufgeteilt oder kann man sagen, dass in bestimmten Bereichen sich die Mitarbeiter häufen? Und man muss sich es heute so vorstellen, wenn du heute ein Unternehmen in dem Bereich machst, brauchst du nicht mehr wie früher 1000 Mitarbeiter, die alle bestimmte Dinge tun. Wir haben drei Leute im Research, die nichts anderes machen, außer den ganzen Tag unterwegs zu sein und zu gucken, wo gibt es das nächste interessante Projekt, was macht Sinn, was können wir tun. Wir haben Community Manager, die nichts anderes machen, außer sich um die Gamer zu kümmern. Ja, wir haben die IT im Hintergrund, wir haben uns als Entscheidungsträger mit dabei und das ist es dann schon am Ende. Ja. Dann haben wir noch den Support, also das heißt, die Mitarbeiter, die Supportarbeit machen, die Tickets beantworten, ja, mehr brauchst du nicht. Was ich aber glaube, ist, diese verschiedenen Optionen, die wir haben, in ein Produkt zu bringen und dieses Produkt einfach dem User zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, das ist das große Thema, was wir geschafft haben, dass wir eigentlich eine Möglichkeit geschaffen haben, mit 7 Buttons, sage ich immer, eine komplette Steuerung hinzukriegen. Ja, also keinen großen Stress mit, wie melde ich mich an, wie registriere ich mich, jetzt habe ich mein Passwort vergessen, ich brauche wieder ein neues Passwort hier, ich brauche jenes, ich habe kein Internet und komme wieder irgendwo nicht mit rein. Ich glaube, diese Einfachheit zu sagen, wow, ich habe mein Handy dabei, ja, und mit meinem Handy kann ich Dinge tun heute, ja, ich kann das ja auf dem Handy oder auch auf meinem Computer machen heute in meinem Browser, aber ich finde, diese Einfachheit war, glaube ich, das USP. Was habt ihr euch als Profit Wallet denn eigentlich als Mission gesetzt? Wo wollt ihr für den Nutzer oder mit den Nutzern zusammen hinkommen? Ich glaube, die Einfachheit für uns war zu sagen, okay, wir bieten jemandem eine Möglichkeit, mit einfachen Mitteln etwas zu nutzen und im Hintergrund machen Menschen diese ganzen komplizierten Vorgänge für das Bridgen, für das Wechseln zwischen den Coins, für das Investieren in verschiedene Projekte wie NFT, DeFi und Co. Und diese tägliche Abwicklung, glaube ich, das ist eigentlich das, um was es uns gegangen ist. Also die Vereinfachung von einem eigentlich extrem schwierigen Thema, weil wir einfach in einem jungen Markt sind und die Produkte und alles, was da entsteht, ist einfach so jung, dass, glaube ich, einfach das noch nicht angekommen ist. Es ist noch nicht so leicht wie, okay, ich gehe auf mein Girokonto, drücke auf den Knopf und mache eine Überweisung von A nach B. Ja, auch das mussten Menschen mal lernen, als Online-Banking gekommen ist, ja. Und so, glaube ich, bewegen wir uns gerade auch einfach. Wir müssen lernen, Dinge zu tun. Und ich glaube, bis jeder mal geschult ist, educated ist, also weiß, wie die Dinge funktionieren, glaube ich, ist es sehr sinnvoll, Produkte zu bieten, die sagen, pass auf, ich kann dir einfach, du kannst einfach partizipieren aus bestimmten Bereichen, ohne jetzt wirklich Experte sein zu müssen. Weil ich glaube, das ist so das Thema, ja. Ich möchte auch ein schönes Auto fahren.
möchte aber vielleicht nicht wissen, wie das mit dem Motor funktioniert. Ja. Erzähl mal, wann die Profit Wallet startete und wie viele Nutzer ihr aktuell ungefähr habt. Ja, am 1.4. haben wir losgelegt als April-Scherz, oder? Ja, also war ganz spannend. Wir haben gesagt, wir machen 1.4. Und das Lustige war, wir haben uns gar keine Gedanken gemacht. Ja, wir haben halt einfach gesagt, okay, wir haben angefangen, wir haben mit dem Programmierer zusammengesessen und haben gesagt, okay, wann fangen wir an? Und dann haben wir gesagt, 1.4. Userzahlen, ja, sind immer interessant, können wir aber leider nicht veröffentlichen, werden wir auch nicht. Es gibt so Kleinigkeiten, die würden wir gerne für uns behalten. Dann erzähl mal, wie bei euch eine Arbeitswoche so ungefähr aussieht. Du hast ja vorhin ein paar Sachen schon angesprochen gehabt oder einen Arbeitstag. Bei uns ist relativ einfach von der Woche her selber. Wir haben montags, wenn das losgeht bei uns, haben wir um 9 Uhr einen Call, der dauert eine Stunde. Und in dieser Stunde sind wir in der Regel mit der IT. Das heißt, wir besprechen, was waren Projekte aus der Vorwoche. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben auch eine Roadmap natürlich intern, wo wir sagen, was ist geplant. Ja, warum? Weil wir einfach Ideen haben, weil wir sagen, da müssen Dinge entstehen. Oder wir haben Infos aus der Community gekriegt, die sagen, Mensch, wir hätten gerne dieses oder jenes. Oder Projekt hast, kommen einfach neue Fragestellungen auf, wo du sagst, okay, müssen wir jetzt so oder so machen. Ja. So haben wir hier eine Roadmap, die wir verfolgen und montags haben wir die erste Stunde immer 9 bis 10 Uhr. Also man gibt sich dann auch die Ergebnisse, sagt, hey, cool, das haben wir schon geschafft, mega, da startest du schon mal gut in den Tag. Nach der IT geht's weiter mit dem Thema Research, das heißt, wir haben eine Stunde mit unserem Research-Team Gespräche. Es ist so, jeder Researcher hat die Woche über Zeit, Projekte zu filtern und am Montag stellt er uns 3 Projekte vor. Ja, die haben keinen Druck, keinen Stress. Wir haben eine komplett freie Arbeitseinteilung. Die kriegen von uns freie Hand. Aber am Montag wollen wir 3 Projekte haben, wo sie uns darstellen, wieso, warum. Ja, in der Kurzvorstellung macht das Sinn. Danach entscheiden wir gemeinsam, okay, welches Produkt hört sich gut an und sollten wir das verfolgen? Ja, das sind wir also ein Team von 5 Leuten schon mal, die dann gemeinsam sagen, okay, habe ich was dazu gehört, finde ich gut, kenne das Team, kenne die Leute dahinter, okay, könnte was sein, was Sinn macht, habe ich auch irgendwo schon gelesen, wird dort berichtet und hier und da, also es ist, glaube ich, ganz interessant. Dann gehen wir in den Bereich Community mit rein, das heißt, ich habe den Call mit unserer Community Managerin, wir haben ja Gamer in Brasilien, wir haben Gamer in Philippinen, teilweise in Afrika und sonst noch in verschiedenen Ländern der Welt. Wir bauen gerade eine Jogginggruppe auf in Serbien. Da habe ich dann mit den mit dem Oberkoordinatoren, in dem Fall sind da ein Mädel, mit der habe ich dann den Call. Und dann geht's eigentlich in die Calls. Entweder die Investments, die du dann gemacht, ja. Das heißt, wir haben davor die Entscheidung getroffen, wo gehen wir mit rein? Das heißt, Alexander und ich treffen dann die Entscheidung, welche Projekte, wo wollen wir reingehen? Also was wird die Woche nach investiert? Dann wird es umgesetzt am Montag in der Regel. Außer wir sagen, okay, es gibt jetzt als Beispiel, wenn wir über NFTs sprechen, so dass Alexander und ich uns natürlich auch abstimmen mit den Philippinen, dass wir dann nochmal abstimmen und sagen, okay, was steht die Woche für uns an? Das müssen die anderen nicht wissen, weil für die ist es jetzt nicht interessant, ob jetzt am Mittwoch irgendein Drop ist oder am Donnerstag wir irgendwas minten können im NFT-Bereich, weil wir dort bestimmtes NFT haben und da durch dieses NFT die Option besteht, wieder was Neues zu machen. Und sonst treffen Alexander und ich dann die Entscheidung, was tun wir. Und das ist wirklich so, dass wir sagen, okay, wir hören uns viel vorher an, aber nur wir zwei treffen am Ende des Tages die Entscheidung. Und die Entscheidung, irgendwas zu tun oder nicht zu tun, findet immer nur statt, wenn wir einen Konsensus haben. Also wenn er und ich sagen, wir machen das so, dann wird's gemacht. Und es ist dann egal, ob das dann positiv gewesen wäre oder nicht. Für uns war eins wichtig, du musst ja als Unternehmen einig sein. Das ist eigentlich das Schöne am Kryptomarkt. Wir haben so viele Chancen, so viele Möglichkeiten. Und wenn du heute irgendwas nicht gemacht hast, morgen steht das nächste vor der Tür. Das muss uns allen bewusst sein. Das ist nicht wie früher, wo du sagst, oh, jetzt habe ich was verpasst und du musstest wieder 4 Monate, 5 Monate warten auf eine Chance. Der ganze Bereich, wo wir drin sind, hat so viele Optionen, so viele Möglichkeiten. Ob das jetzt im NFT-Bereich ist, wo du jede Woche irgendein interessantes Projekt hast, was kommt, wo du sagst, okay, das ist cool, das ist cool. Ob das der DeFi-Bereich ist, wo im Moment sehr viel passiert, ob das der Bereich Mining ist. Es ist einfach, du hast Möglichkeiten ohne Ende. Ja, und das ist, glaube ich, eigentlich das Schöne. Wichtig ist aber diese Besonnenheit. Also wir haben auch für uns gesagt, wenn wir keine Option sehen, dann nehmen wir auch nichts an. Das heißt, wir machen einen Einzahlungsstopp und sagen, okay, ihr könnt jetzt nicht einzahlen bei Profit Wallet. Punkt. Ich sehe keine Investitionsmöglichkeit. Es gibt im Moment nichts, wo es Sinn macht. Also auch solche Dinge haben wir ganz klar besprochen. Ja, gut, sehen wir aktuell nicht, weil ich glaube, wir haben tolle Ausgangssituationen aktuell. Sind eure Assets sicher? Ja, sicher ist der Tod und der kostet Leben. Ja, habe ich irgendwann mal gelernt. Was ist sicher heute? Ich sag, wie es ist. Wir bewegen uns und das zeigen wir, da sind wir super transparent. Wir zeigen das jedem von Anfang an. Es gibt nicht sicher. Wir haben ein 100%iges Totalverlustrisiko. So. Wir tun aber alles, damit diese
Sicherheit, das, was möglich ist, um es sicher zu machen, dass wir alles ausschöpfen, um dementsprechend Sicherheit darzustellen. Gegen was wir nicht gefeilt sind, ist der Kryptomarkt stürzt morgen ab, Bitcoin fällt auf 0 Euro, 0 Dollar, dann ist der Markt tot, da können wir auch nichts machen. Oder, keine Ahnung, du hast einen Hack in irgendeinem DeFi-Programm. Wir sprechen ja über DeFi, wir sehen das ja, ihr kennt ja auch viele, viele Projekte, wo es auf einmal ein Smart-Contract-Problem gab und auf einmal verliert dieser Smart-Contract oder das Projekt Geld. Ja, sind wir nicht davor gefeilt, ja. Wir haben es gesehen im DeFi-Bereich im letzten Jahr Terra Luna. Viele waren da drinnen und haben sehr viel Geld verloren. Ich glaube nicht, dass Unternehmen, die dort investiert haben, gewusst haben, dass das kommen kann, ja. Das sind so Risiken, so Black Swan-Events, sage ich mal, ja. Wir sind davon unbeschadet und ich weiß, die Antwort gefällt nicht jedem, weil jeder hätte gerne die eierlegende Wollmilchsau. Da ist immer alles super easy und alles ist safe, ja, mit doppeltem Boden und alles. Wir gucken natürlich, dass wir die Dinge safe machen können, die möglich sind. Aber irgendein Teilrisiko hast du immer. Mittlerweile kommen ja immer mehr Produktanbieter und Projektanbieter, wo du sagen kannst, ich kann DeFi zum Beispiel mittlerweile absichern. Das heißt, wenn du bestimmte Paare hast, kannst du sagen, ich sichere sowas ab, bestimmte Voluminas. Also das geht ja heute. Oder dass du mit Anbietern arbeitest im Payment-Bereich für die Abwicklungen, dass du dort abgesichert bist. Also das sind ja zum Beispiel Dinge, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Ergibt sich ja bei euch auch dadurch, dass ihr in verschiedenen Bereichen im Krypto-Umfeld agiert. Vielleicht kannst Absolut. Du mal ein bisschen erklären, in welchen Bereichen ihr Erträge erwirtschaftet. Ich glaube, das ist ja so ein Thema, was für uns ganz wichtig war, dass wir gesagt haben, wir gehen nicht nur auf einen Bereich. Weil wenn du nur in einem Bereich drin bist, hast du einfach doch ein bisschen mehr Risiko. Und wir haben gesagt, okay, lass uns einfach dieses Risiko aufteilen. Das heißt, wir haben eine Allocation, wo wir eben ganz bewusst in verschiedene Bereiche gegangen sind, weil wir eigentlich sagen, nicht jeder Bereich wird hoffentlich gleich immer laufen. Ja, wäre natürlich schön, wenn alle immer nur positiv gehen, aber für uns einfach diese Streuung ganz wichtig. Wir sind drin im Bereich DeFi, ja, was sehr interessant ist, im Bereich NFT, also NFT, wirklich NFTs kaufen, die nichts mit dem Gaming zu tun haben, sondern Kunst kaufen, Projekte kaufen, die hier dementsprechend langfristig gehalten werden. Dann haben wir den Bereich Gaming, wo wir in NFTs investieren und vielleicht kann man sich das ein bisschen vorstellen. In diesem Gaming-Bereich ist es so, mir gehört ein Teil des Spiels oder eine Spielfigur, mit der ich Erträge generieren kann, die ich aber auch wieder verkaufen kann. Das heißt, ich bin ein Teil des Spiels, kann dieses aber auch wieder veräußern, was manchmal sehr viel Sinn macht. Dann haben wir den Bereich Mining mit drinnen, den wir auch sehr, sehr spannend finden und wo wir auch sagen, okay, der gehört einfach mit dazu, wenn du mit dem Thema Krypto unterwegs bist. Und wir halten 25% aktuell in Liquidität, wir hatten mal 20. Aktuell in der Marktsituation, die wir haben, haben wir uns entschieden, mehr Liquidität zu halten. Einfach um einerseits die Möglichkeiten am Markt auszunutzen, wenn der Markt mal fallen würde und wir sagen, Mensch, wir haben eine gute Option dort gefunden. Gleichzeitig aber natürlich auch, um jederzeit dem User, das große Versprechen, was wir ja drin haben, eine Auszahlung möglich machen. Ja? Deswegen Liquidität, die dort dementsprechend zur Verfügung steht. Wenn ein Nutzer bei euch investiert oder einzahlt, gibt es da bestimmte Haltefristen? Nein. Das ist, glaube ich, das, was wir aktuell haben, was, glaube ich, auch ganz interessant ist. Es ist dein Wallet, du bezahlst ein auf dein Wallet und wenn du morgen sagst, du möchtest es wieder haben, dann holst du es wieder runter. Die Frage ist immer die Sinnhaftigkeit, ja. Also du hast natürlich eine Gebühr, die wir nehmen für die Einzahlung, für die Auszahlung, also diesen Wechsel, weil wir ja die Assets im Hintergrund anlegen. Ja, das muss man sich ja auch vorstellen. Also nicht so, du legst es hin und da bleibst es liegen, sondern in dem Moment, wo du es draufgelegt hast, gehen wir ja dann auch in verschiedene Bereiche rein und verteilen die Allocation. Das heißt natürlich, wenn jemand heute wieder rausgeht, müssen wir entweder auf die Liquidität zurückgreifen oder dementsprechend natürlich Assets verkaufen. Bezüglich der Verwendung und der Übertragung der Assets, also ich zahle meine Bitcoin ein und dann tauscht er die in, was ich, USDT oder USDC und kauft davon Mining-Geräte, macht Play and Earn oder macht NFT oder was auch immer. Mhm. Und die Prozesse dahinter macht er ja manuell. Ja. Nicht voll automatisiert, weil er ja sagt, okay, heute tun wir dahin investieren, morgen dahin, nächste Woche dorthin. Du hattest vorhin schon angesprochen, die Frage bei uns war eigentlich, nutzt ihr dort das Sechs-Augen-Prinzip? Und so wie ich dich verstanden habt, verwendet ihr ein Vier-Augen-Prinzip und volle Übereinstimmung auch aller vier Augen. Genau, also eigentlich haben wir ein Zehn-Augen-Prinzip vorher, weil wir ja vorher mehr sind, die sich bestimmte Dinge gemeinsam angucken, was, glaube ich, schon mal ganz gut ist, so eine Vorstufe. Und am Ende, final, sind es ein Vier-Augen-Prinzip, in dem Fall
die nochmal eine Entscheidung treffen. Genau. Und bis jetzt, muss ich sagen, sind wir von dem, wie wir es entscheiden und was wir entscheiden, recht positiv. Bei der Profit Wallet ist es ja so, dass ich da jeden Tag, du hattest erzählt, so ab 19 Uhr Erträge ausgeschüttet bekomme. Korrekt. Kannst du ein bisschen zur Höhe der täglichen und der monatlichen Erträge was sagen? Na gut, grundsätzlich ist es so, wir wissen nicht, wie sie sich weiterentwickeln. Wir arbeiten dran natürlich, dass wir dort bestmöglichste Optionen erwirtschaften. Im Moment sehen wir, dass wir in einem Bärenmarkt sind, der die Optionen minimiert hat. Viele neue Projekte, die es zum Beispiel gerade auch im Gaming gibt oder im NFT-Bereich, sind viele, die gesagt haben, okay, ich bin schon fertig, aber ich launche nicht. Also viele halten Projekte zurück. Das andere, was natürlich ist, wir haben die Zeit positiv genutzt und haben gerade jetzt auch mit dem Thema Mining, haben uns entschieden, in der Zeit, wo alles unten ist, wo die Preise sehr günstig sind, uns für ein Mining zu entscheiden. Und dann ist natürlich auch so, dass liquide Mittel oder Mittel, die wir haben, natürlich erstmal weggehen. Die verringern natürlich auch die Ertragssituation, weil wir dann natürlich erstmal 2 Monate warten müssen, bis wir dann dementsprechend auch, und das ist sehr positiv aktuell, mit dem Mining beginnen, ja, für manche Projekte, ja. Und das dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, dass das natürlich auch mit reinspielt. Wir sagen immer, wir machen eine 0,0 bis 0,6 pro Tag. Und im Durchschnitt sind wir aktuell bei einer 0,17. Aktuell sind wir zurzeit bei um die 5-6% im Monat, ja. Ich glaube eher, und das ist das, was uns wichtig ist, und das versuchen wir eigentlich immer wieder jedem zu sagen, denk nicht nur an den Ertrag. Denke einfach dran und sag, okay, wir haben ein tolles Marktumfeld, wir haben eine tolle Option, in der ich die Möglichkeit von Experten nutzen kann, von Menschen, die breit gefächert für mich bestimmte Dinge tun und ich auf die nächsten Jahre davon profitieren kann. Und ich glaube, diese Option, die ich mir dadurch besorge, ja, also die ich hier habe, das ist eigentlich der große Vorteil. Und ob das jetzt wirklich, ich sage es mal überspitzt, ob ich jetzt nur 2% im Monat mache oder 5, ich glaube, das ist, glaube ich, doch nicht die Situation, oder? Wir denken eher auf die nächsten 3, 5, 7, 10 Jahre. Also einfach dieses Langfristige. Weil wir allein das Mining 3 Jahre laufen haben. 3 bis 5 Jahre läuft ein Mining. Kommen beide aus dem Bereich Investment, Versicherung und Co. Und für uns war das normal früher, dass jemand, der mit uns einen Vertrag gemacht hat, mit uns eine langfristige Kundenbeziehung eingegangen ist. Egal für welches Unternehmen am Hintergrund gestanden war. In der Regel hast du einen Vertrag gemacht und du hast gesagt, okay, mit 67 gucken wir drauf. Und beim einen waren es 40 Jahre, beim anderen 45, beim anderen waren es 30 Jahre. Und heute habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde in dieser Kryptowelt. Lasst uns doch was anfangen und lasst uns doch sagen, ich zahle ein. Ich spare jeden Monat und das mache ich mal die nächsten 10 Jahre. Wir reden gar nicht von 40 Jahren, aber was passiert und wie verändert sich mein Leben in den nächsten 10 Jahren? Und wenn wir dazu mal die Menschen begeistern können, zu sagen, okay, du hast noch andere Möglichkeiten, wo du Vorsorge betreibst, ob das jetzt Edelmetalle ist, ob das heute Aktien sind, ob das heute Immobilien sind, ob das Rohstoffe sind, egal was. Nimm einen kleinen Part auch hier mit dazu und bau dir langfristig was auf. Und ich glaube, das ist eigentlich unser Wunsch. Ja, jedes Asset, was wir kaufen, ist ausgelegt auf langfristig. Klar, erwirtschaftet Erträge und soll auch Erträge erwirtschaften, macht es auch, aber die Idee ist einfach long-term. Und das ist das, wo wir die Leute eigentlich gerne hätten. Ja. Ich kann jederzeit auszahlen, wenn sich $50 angesammelt haben, kann ich wieder reinvestieren. Am Ende des Tages fällt bei jeder Einzahlung, jeder Auszahlung der Reinvest ein Handling-Fee an, automatisch. Ist aber auch normal. So, wir haben Menschen, die müssen bezahlt werden, die arbeiten. Ich finde es manchmal spannend, wenn wir auf der einen Seite Menschen haben, die sagen, boah, ich habe im Jahr so und so viel Ertrag, aber ich bin am Anfang nicht bereit, 5% zu bezahlen. Ja, ist für mich manchmal komisch. Also da frage ich mich immer so ein bisschen, ist so eine Mindset-Geschichte, wo ich sage, ich gönne dem anderen nichts, will aber extrem viel selber haben. Und ich finde, das ist was, was heute leider in unserer Gesellschaft echt schwierig manchmal ist. Und ich bin sehr dankbar für unsere Community, die zum Glück, die hier anders denken. Denn die Frage, die an mich öfters herangetragen wurde, wie antwortest du drauf? Ist die Profit Wallet ein Schneeballsystem? Ich mache es ganz schnell. Nein. Für mich ist ein Schneeballsystem immer dann, wenn Geld eines Kunden genommen wird, um andere Kunden zu bezahlen. Machen wir nicht. Wir bezahlen kein Vorabgeld. Bei uns gibt es kein Geld auch für den Vertrieb, sondern wir zahlen nur das aus, was die tägliche erwirtschaftete Rendite oder was der Ertrag dementsprechend darstellt, den wir haben. Und das geht mit raus. Klar, du hast es selber auch gesagt, wenn es nichts zum Investieren gibt und es sind Nutzer da, die euch was geben würden, dann sagt ihr auch, nee, jetzt können wir zurzeit nicht einzahlen. Mhm. Zumindest hast du das vorhin so gemacht. Und das ist ja auch für mich ein Hinweis dafür, dass es sich nicht um ein Schneeballsystem handelt.
Wir haben auch ganz klare Regelungen mit Usern, die eine bestimmte Größe bei uns erreichen, die mehr investieren wollen. Auch mit denen haben wir die Situation, dass wir sagen, pass auf, wenn du eine bestimmte Größe uns übergeben möchtest, dann ist es so, dass du mindestens 12 Monate zum Beispiel das nicht auszahlen kannst. Warum? Weil wir eben dieses Risiko auch nicht haben wollen, zu sagen, okay, wir investieren heute und morgen müssen wir alles wieder liquidieren. Das macht für uns keinen Sinn. Macht ihr dann Privatverträge oder Einzelverträge mit solchen Kunden, Nutzern? Ja, ab einer gewissen Größe gibt es das auch noch, ja. Welchen Zeithorizont sollte ein idealer Nutzer der Profit Wallet haben? Also wenn ihr jetzt seine Bitcoins da rein überweist, wie lange sollte er die dort drinnen lassen? Er lässt die Bitcoin nicht drinnen, weil der Nutzer nutzt Bitcoin nur als Gateway. Das vielleicht auch nochmal ganz kurz zur Erklärung. Wenn jemand sagt, ich spekuliere heute oder gehe davon aus, dass Bitcoin steigt, sage ich, kauf dir Bitcoin, leg die in dein Wallet. Wenn du Profit Wallet nutzen willst, dann kauf dir heute neue Bitcoin für den Preis, wie du die bei uns reinlegen willst. Ja, und siehe nicht, ich habe jetzt Bitcoin gekauft und möchte daran partizipieren an der Steigerung, sondern kauf die, bezahl damit ein, weil das lediglich das Einzahlungsgateway ist und wo die Bitcoin zum Tageskurs einfach dann gewechselt werden und dann dementsprechend im Dollar dargestellt werden. Wir hatten bei euch Prio 1, es gibt ja so drei Gruppen. Einmal ihr als Anbieter, dann gibt es die Nutzer, die du immer als User bezeichnest, was mir natürlich immer nicht so gefällt. Und es gibt die dritte Gruppe, Vertrieb Marketing, sprich die Empfehlungsgeber. Wer hat denn da bei euch so die Prio 1? Immer der Nutzer. User. User, warum? Weil er nutzt ja unser Telegram, unseren Chatbot und nutzt somit die Dienste. Somit ist es ein User für mich. Und dieser User hat bei uns höchste Priorität. Warum? Auf dem baut alles auf. Ist der User nicht da, können wir alle nicht arbeiten. Ja, und das ist, glaube ich, das, was das Wichtigste ist, was auch immer vor allem anderen geht. Das sieht man im Übrigen auch bei den Erträgen, die ausgegeben werden, ist immer das meiste auf den, der wirklich die Einzahlungen durchgeführt hat. Ja. Habt ihr selber auch eigenes Geld drinne? Ja, gut, das ist ja der große Vorteil. Als wir gestartet haben, haben wir selber Kapital reingetan, um dementsprechend natürlich auch Schwankungen ausheben zu können oder auch Dinge vorfinanzieren zu können. Also wir haben genügend drin. So, vielleicht lese ich mal kurz die Selbstdarstellung vor, die ihr in Telegram quasi ausgebt, wenn man da entsprechende Menüpunkte aufruft. Also Profit Wallet, Überschrift ist Profit Wallet, Geld verdienen mit NFT, DeFi, Mining und Play to Earn. Die Idee und der daraus entwickelte Bot sind durch die über die Jahre gesammelten Erfahrungen im Kryptobereich entstanden. Wir sind selber lange in verschiedenen Projekten investiert gewesen und haben hier die besten und positivsten Inhalte übernommen und für uns und für die Investoren in einem geeigneten Bot umgesetzt. Profit Wallet ist einer der innovativsten Anbieter für die Beteiligung an Projekten aus dem Bereich NFT, DeFi, Mining, Play to Earn. Sowohl Einzahlungen als auch Auszahlungen sind jederzeit möglich. Sie erfolgen in BTC und via Smart Contracts. Die Kontowährung ist USD. Ausschüttung gibt es täglich um 19 Uhr deutscher Zeit. Durch die Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen, zuverlässigen nationalen und internationalen Dienstleistern können wir nicht nur großen Investoren, sondern auch Investoren mit kleinem Budget Zugang zur dezentralen Finanzwelt schaffen. Mit Profit Wallet kannst du an den innovativen Bereichen NFT, DeFi, Mining und Play to Earn partizipieren und gleichzeitig rund um die Uhr auf deine Investitionen zurückgreifen. Das ganze Menü ist voll automatisiert und leicht an der Bedienung. Es passt sich an die Sprache deines Telefons an, womit dann natürlich auch klar ist, wenn ich jetzt mein Telefon auf Englisch gestellt habe oder auf Spanisch, dass ich die natürlich dann auch in der jeweiligen Sprache bekomme, was ich auch bestätigen kann. Also ich selber nutze auch die Profit Wallet schon seit einigen Monaten, eigentlich seit Anbeginn, seit sie für die Öffentlichkeit freigegeben wurde. Ich wiederhole jetzt nochmal ganz kurz die Sachen, was jetzt so aus meiner Sicht die wichtigsten Kernmerkmale sind. Also Ein- und Auszahlung ist im BTC möglich, Kontowährung ist US-Dollar, aber das Geld liegt halt im Kryptobereich und ist da logischerweise ein bisschen sicherer aufgehoben. Geld ist gestreut in DeFi, Mining, Play to Earn und NFT. Es gibt keine Haltefristen. Ich kann jederzeit wieder auszahlen. Gutschriften gibt es täglich 19 Uhr deutscher Zeit. Die aktuelle Rendite liegt so zwischen 5% und 6% pro Monat. Als ich eingestiegen bin, lag die wesentlich höher. Ich denke, dass er da auch wieder hinkommt. Und als Bedieneroberfläche wird der Telegram Messenger verwendet. Und Einstieg oder Mitmachen kann man nur über einen Einladungslink.
Das passt soweit, Christian, oder? Korrekt, ja, soweit. Wie gesagt, das Einzige, was, glaube ich, nicht korrekt war, aber das ist jetzt nicht schlimm, war, dass wir nicht im Smart Contract, kein Smart Contract haben für Ein- und Auszahlungen, sondern klar eine Blockchain, die im Hintergrund die Auszahlungen automatisiert durchführt, aber nicht über einen Smart Contract. Wenn das irgendwo drinsteht, müssen wir mal gucken, wo das steht, ob da, ob da irgendwas reingerutscht ist. Kann sein, weil wir am Anfang ja das Ganze auf Ethereum geplant hatten, dass da vielleicht irgendwo noch ein Satz irgendwo drin ist bei irgendeiner Übersetzung, die noch mit drin ist. Aber es war gut, aber dass wir heute drüber gesprochen haben. Genau, die Auszahlung passiert aber automatisiert. Das heißt, wenn ich die Auszahlung beantrage, sitzt da niemand da und muss die nochmal bestätigen, sondern die läuft einfach da los. Richtig? Nein, das ist nicht korrekt. Die Auszahlung läuft bis zu einer bestimmten Höhe automatisiert und ab bestimmten Größen ist es so, die immer wieder wechseln, dass wir hier dementsprechend nochmal diese Auszahlung nochmal mit anstoßen. Hat den Hintergrund der eine oder andere Partner, der vielleicht größere Summen auszahlt, da prüfen wir nochmal, hat er die wirklich selber angestoßen oder nicht? Oder fallen uns Dinge auf, dass jemand zum Beispiel 5, 6, 7, 8 Auszahlungen kurzzeitig hintereinander macht, ploppt auf und somit wird dann dementsprechend da nochmal eine manuelle Prüfung stattfinden und dann geht es raus. Aber in der Regel kannst du sagen, innerhalb von 12 Stunden hast du immer die Sachen erledigt.